Bei einer Buchvorstellung zu dieser Jahreszeit darf natürlich ein Weihnachtsbuch nicht fehlen. Ich möchte euch das neue Buch von Polly Horvath, Superreich, vorstellen. Es spielt natürlich zur Weihnachtszeit und hat viele überraschende Wendungen und fantastische Abenteuer zu bieten. Der 10-jährige Rupert Braun hat so viele Brüder und Schwestern, dass seine Eltern sich nicht den Namen jedes ihrer Kinder merken können. Außerdem ist seine Familie so entsetzlich arm, dass die älteren Kinder unterm Bett schlafen müssen, weil Platzmangel herrscht, und damit ist Hunger auch ihr ständiger Begleiter. Da sich Weihnachten von den übrigen Tagen des Jahres nur dadurch unterscheidet, dass die Fürsorge am Nachmittag ein kleines Paket mit Lebensmitteln bringen wird, geht Rupert versehentlich an Heiligabend zur Schule. Erst als niemand außer ihm kommt, bemerkt er seinen Fehler. Tja, es half alles nichts. Er musste umkehren und versuchen, weder in Ohnmacht zu fallen noch zu erfrieren. Alles eine Frage des Willens, sagte er sich. Zunächst kam er durchs Viertel der Superreichen. Als Rupert gerade eines dieser Tore passierte, schwang es auf, um ein Auto durchzulassen. Das Tor schwenkte direkt auf Rupert zu. Rupert wurde in die Luft katapultiert, flog über die 4 Meter hohe Hecke und landete auf der falschen Seite, also auf der Villenseite und dem verschneiten Rasen der superreichen Bewohner, genau da, wo ihn niemand haben wollte. Rupert rechnete jeden Moment damit, den klebrigen, triefenden Speichel bösartiger Wachhunde auf seinem Körper zu spüren und gleich darauf ihre scharfen Reißzähne. Wenn man sich auf das Schlimmste einstellte, das einem passieren konnte, das Schlimmste, das man sich überhaupt vorstellen konnte, geschah das seiner Erfahrung nach normalerweise. Deshalb wartete er geduldig darauf, gefressen zu werden. Seine Energie reichte nicht einmal mehr dafür aus, sich zu bewegen, geschweige denn zu kämpfen. Die Minuten vergingen, kein Hund fiel über ihn her. Rupert wollte sich gerade aufrappeln, als jemand sagte: »Wie kommst du denn hierher?« Das war Turgut Rivers, der reichste Junge in der ganzen Schule. Er war in der 6. Klasse, eine über Rupert. »Und du wohnst anscheinend hier«, sagte Rupert schwach. Turgut nickte. »Schönes Haus«, sagte Rupert. Turgut nimmt Rupert mit ins Haus und lädt ihn auf seine Weihnachtsfeier ein. Bei den folgenden gesellschaftlichen Weihnachtsspielen räumt Rupert sämtliche Gewinne ab. Nur die letzte Frage, bei der sich entscheidet, ob er alles behalten darf, beantwortet er wenige Wimpernschläge zu spät und verliert wieder alles. So sind nun mal die Regeln bei den superreichen Rivers. Eine Ausnahme gibt es nicht. Enttäuscht und mit leeren Händen macht Rupert sich auf den Heimweg. Doch das schlechte Gewissen der superreichen Rivers führt dazu, dass einzelne Familienmitglieder Rupert nach den Weihnachtsferien auf dem Schulweg abpassen und auf aberwitzige Abenteuer mitnehmen. Eine Zeitreisemaschine spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Reisen führen Rupert in vergangene und zukünftige Zeiten. Auf einen der Reisen trifft er sogar seine Eltern und lernt sie von einer ganz neuen Seite kennen. Rupert wird immer klarer: Reichtum ist keine Garantie für ein zufriedenes Leben. Dafür muss er sein Leben selbst in die Hand nehmen. Tja, wie es sich dann so für ein echtes, wirklich echtes Weihnachtsbuch gehört, kann Ruperts Familie am Ende der Geschichte wirklich noch Hoffnung schöpfen. Superreich von Polly Horvath, ein ganz besonderes Weihnachtsbuch.